sagen, hallo, ich bin der Martin, wir sind aus Dixieland. Wir sind hier, wir müssen in 2 Stunden nach dem Service hier arbeiten. Und wir beide müssen hier spülen und abtrocknen und dann drin stapeln. Und die anderen, die müssen das Aschenbecher ausräumen. Und so, und das ist ganz toll hier. Mal was anderes. Und wir sind aus dem Dorf 3 und von derselben Wette. Wir mussten nämlich in so einem Servicebereich 2 Stunden lang schwer schuften. Also. Ich hab das hier ist hier unsere Beauty Farm. Wir verpassen den ganzen Leuten Gurkenwasser. Snack von der Langbordin. Hallo, wir sind auf dem Dorf Dixieland und wir müssen versuchen, für Wettgrün 1 Minute lang ins private Radio zu kommen. Also ruhig mal rangehen, mein Mikrofon ist hier. Es geht um eine Wette. Und zwar haben die Jugendlichen zwischen 13 und 16 gemacht und Leiter. Und zwar von der Pfadfinderschaft St. Georg. Und die Wette lautet, wer schafft es denn, wohl 1 Minute auf einem Radiosender zu hören zu sein? Weil unsere Stufenfarbe ist grün und deshalb ist die Bundesaktion heißt fettgrün. Und in ganz Deutschland sind Lager aufgebaut zu verschiedenen Themen. Und draußen, wir grüßen alle Pfadfinder, die nicht hier sein können, leider. Okay. Wette ab, Dorf Nummer 10, Ende Gelände. Wir haben die Wette, dass wir 2 CDU-Abgeordnete finden müssen, die den Satz, alles geht, wenn es grün ist, unser Satz, den sagen mit einer Sonnenblume in der Hand. Ich bedanke mich nochmal bei der Bundesleitung, es ist eine ganz tolle Wette gewesen. Alle sind im Urlaub, das Rathaus ist zu. Aber es gibt das Internet und es gibt 2 nette Menschen, die das gleich machen werden. Ich habe eine interessanteste Frage. Ausweis Nummer 001. Also, alles geht, wenn es grün ist. Kommen wir nie durch. Niemals. Das ist viel zu dicht. Ich kann kein Problem. Oh, okay. Oh, guck mal, das ist ein viel besser als das Leben. Das Leben. Der Kuh ist doch gar nicht so. Lag der Wagen. Lag das Leben. Der Kuh ist doch gar nicht so. Komm. Auf 3. 1, 2, 3. Und leider wenn es nicht nach hinten, ich glaube, weil sonst kennen wir alle oben.